Ja, ihr Lieben, da seid ihr wieder. Ich erzähle euch jetzt noch schnell den Rest vom 29., 30. November und 1. Dezember. Genau, am 29.11. war mein Abreisetag. Am Abend vorher hat meine Farmerin auf Hawaii mir geschrieben, dass sich die Pläne leider geändert hätten, die ihre Familie kommt und Ende Januar, nee, Anfang Januar, also im Januar muss sie das Wufen einstellen, weil sie mich nicht unterbringen kann. Na super. Jetzt muss ich mal was Neues suchen für Januar. Und ich glaube, da werde ich ein bisschen Zeit mitlassen, bis ich den Bescheid habe von der USCIS, ob ich noch länger bleiben kann. Dann kann ich mir nämlich eine Stelle für 2 Monate oder 3 Monate suchen. Das wäre mir lieber, ehrlich gesagt, als jetzt für Januar was zu suchen und dann vielleicht noch mal was zu suchen. Also, ja. Aber meine Freunde hier in Amerika, das auch in helle Aufregung versetzt. Und eine Freundin, die auf Hawaii auch gelebt hat, die hat alle ihre Freunde angeschrieben und es gab einen regen Austausch hin und her. Genau. Und diese liebe Freundin war auch in heller Aufregung, weil der Mauna Loa, einer der beiden größeren, aktiveren Vulkane auf Big Island Hawaii, ausgebrochen ist. Es gab schon Zuckungen vorher und ich habe auch das tägliche Mail-Update vom Hawaiian Observatory abonniert, um mich immer auf dem Laufenden zu halten, wie es aussieht. Und die haben tagelang immer gesagt, das sind Lavabewegungen und der macht so Zuckungen wohl schon seit 40 Jahren und der bricht aber nicht aus, aber jetzt ist er doch ausgebrochen. Und wie gesagt, meine Freundin, die auf Hawaii auch gelebt hat, die hat vor 2 Jahren erst ihr Land verloren durch einen Vulkanausbruch. Ich glaube, das war Mauna Kea oder so. Ja, also da war auch ordentlich was los und Bewegung. Und dann am Dienstag 29. musste ich mal wieder etwas früher aufstehen und die letzten Sachen noch einpacken. Sowas wie Zahnbürste und so, ne? Was man sonst noch braucht am Morgen, um sich frisch zu machen. Und dann sind wir aber ganz problemlos, obwohl, Missy hat verschlafen, aber wir haben es trotzdem noch rechtzeitig losgeschafft. Es gab auch keine Staus diesmal und keine Straßensperren zum Flughafen. Und ich muss wirklich sagen, der Flughafen in Buffalo, der ist echt niedlich, also ist ganz gut überschaubar. Auch vielleicht nochmal sinnbildlich dafür, in der Wartezone am Gate standen Schaukelstühle. Nicht nur, aber es standen bestimmt 6, 7, 8 Schaukelstühle da. Hölzerne Schaukelstühle, auf denen man warten kann und ja, gemütlich schaukeln. Fand ich echt süß. Ja, und dann ging es ins Flugzeug. Das war auch ziemlich leer. Ich konnte mich wegsetzen von meinem Sitznachbarn, der so schniefig war. Ich habe mal wieder Maske getragen. Ich dachte auch, nö, ich habe jetzt echt keinen Bock, mir noch irgendwas einzufangen im Flugzeug. Und bin dann mittags in Las Vegas gelandet und wollte mein Gepäck abholen und ja auch meinen Mietwagen. Ich hatte echt Panik mit dem Mietwagen, weil irgendwie war der Flug später, als mir das geläufig war, dass das Flugzeug ankommen sollte. Und der Autoverleih hatte gesagt, ja, wenn man nicht rechtzeitig da ist, dann verfällt die Buchung. Und da hatte ich so Angst vor, dass ich aus dem Flugzeug heraus noch schon die angerufen habe. Und die war so, Entschuldigung, wir sind hier rund um die Uhr. Das ist überhaupt kein Problem. Okay. Gut, und mein Gepäck war nicht da. Und dann habe ich nachgefragt. Dann sagte er, ja, nee, das ist jetzt direkt nach San Francisco gegangen. Okay, naja gut, ganz traurig drum war ich nicht. Aber etwas unerwartet kam das. Und dann gab es extra einen Shuttle-Service zu einem Gebäude, wo alle Mietwagenfirmen ihre Autos stehen haben und
ihre Counter haben, ihre Desks haben, wo die Autos vergeben werden. Ist das geil? Einen kostenlosen Shuttle einfach mal eben zum Autoverleih. Ja, und dann war das auch ganz witzig. Ich sagte, oh, Sie haben heute den Hauptgewinn, Sie können sich einen Lamborghini mitnehmen. Ich so, wie bitte? Er sagt, nee, Scherz. Aber hier einen von den Mittelklassewagen. Such dir einen aus. Ich so, hä? Also sowas kenne ich nicht, aber gut. Gut, habe ich mir einen ausgesucht, einen Toyota Corolla, einen Schwatten. Und dann ging es los und ich hatte erstmal keinen Plan. Automatik, das ist alles kein Problem. Aber ich wusste nicht, gar nicht so richtig, wohin. Und ich wusste, aber ich wollte mir irgendwie Proviant für den Tag, dass ich was essen kann, wenn ich Hunger habe. Und ich wollte später am Abend dann irgendwo in einem Lokal essen. Ja, und dann bin ich erstmal losgefahren Richtung Strip. Das ist überall ausgeschildert, die Hauptmeile in Las Vegas. Und bin dann bei einer Tankstelle, habe ich so einen kleinen Deli gesehen, so einen Lebensmittelladen, da schnell rauf und mich da erstmal ein bisschen versorgt mit Wasser und was weiß ich, Chips und Salzbrezeln und sowas alles. Und Beef Jerky, sehr lecker. Und ich wollte aber auch gerne Joghurt essen, deswegen bin ich dann nochmal losgefahren, um einen Lebensmittelladen zu finden. Den habe ich nicht gefunden. Die haben mich ein paar Mal verfahren. Dafür habe ich einen anderen gefunden. Einen mega, mega, mega Bioladen. Superladen, Supermarkt. War auch ein Superladen, ja. Und da habe ich mir noch ein bisschen Brombeeren und Joghurt gekauft. Und dann habe ich gesagt, okay, ich wollte mir ein bisschen was drumherum anschauen um Las Vegas. Dann habe ich mir die Seven Magic Mountain ausgesucht. Eine Kunstinstallation aus großen Steinblöcken, die zu Türmen aufeinander gestapelt sind. 7 an der Zahl und jeder große Steinblock ist sehr bunt angemalt. Das habe ich auch alles gut gefunden. Das hat Spaß gemacht. Elvis lief im Radio. Und dann wollte ich den Sonnenuntergang in den Red Rock Mountain sehen. Musste ich noch mal eine Stunde Auto fahren und habe es dann, es war eine unglaublich tolle, beeindruckende Landschaft, muss ich wirklich sagen. Aber es dämmerte schon so und dachte ich so, oh nee, ich glaube, das wird nichts mehr. Ich gucke jetzt hier, ja, Sonnenuntergang gesehen, Häkchen dran, ich fahre jetzt wieder zurück. Und auf dem Rückweg bin ich aber richtig an so einem Aussichtspunkt Red Rock Mountain vorbeigekommen. Da bin ich natürlich ausgestiegen und habe noch mal ganz genau hingeschaut und fotografiert natürlich. Und dann wieder zurück in die Stadt und der Verkehr da, oh Leute, das ist echt der Wahnsinn. Die Straßen, alle Straßen, die ich fahren musste, waren mindestens 6-spurig. Viele Schilder, hier darf man nur, wenn man auf dieser Spur fährt, muss man rechts abbiegen und da geht's hier lang und da geht's da lang und dann noch irgendwie nebenbei das Navi lesen. Oh Mann, ein Meter. Aber ich habe es erstaunlicherweise gefunden. Das Planet Hollywood. Das ist, Prinzip in Las Vegas sind irgendwie große Hotels und die haben eine Shopping Mall und Casino mit drin und manche auch ein Theater. Das Planet Hollywood hat auch ein Theater da drin. Das ist wie Theater. Und da hatte ich ja eine Show gebucht. Und dann war ich so rechtzeitig da, dass ich noch mal so ein bisschen über den Strip gehen konnte. Die Sonne war schon längst untergegangen und alles blinkte und leuchtete und war farbig. Vom Allerfeinsten, so wie man sich's vorstellt. Und dann bin ich aber rechtzeitig wieder umgedreht, um da zu meiner Show zu kommen. Die Show hätte ich mir eigentlich auch sparen können. Aber gut, habe ich mal eine Show in Las Vegas gesehen. War alles so ein bisschen billig und schäbig, aber einige von den Künstlern, es waren Akrobaten eigentlich hauptsächlich, die waren richtig gut, muss ich schon sagen. Ich habe mir ein bisschen leid für die, dass sie in so einem schäbigen Lokal, ach was. Ja, und dann war es immer noch früh und ich bin den Strip rauf und runter gelaufen und habe leider es geschafft, sowohl die Mega-Wassershow an dem großen Springbrunnen zu verpassen, als auch die Vulkanshow. Ich habe immer nur so das letzte bisschen, diesen Buff, diese Feuerwolke, so, ah, das will ich sehen. Und dann war es aber vorbei. Und die letzten Aufsprüher von dem Springbrunnen habe ich noch gesehen, aber ja. Irgendwie
hat das nicht so ganz geklappt, aber dafür habe ich viele, viele andere Sachen gesehen, auch die Schattenseiten, die ganzen kaputten Leute, Heimatlose, Obdachlose. Und irgendwie dachte ich, ja, irgendwie bin ich auch ein bisschen obdachlos gerade. Ja, und dann bin ich zu einem anderen Hotel gefahren. Da hatte mir meine Farmerin Missy zwei Lokale empfohlen. Die waren aber geschlossen, dafür war eine Bar auf. Aber das war alles so, weiß ich nicht, überhaupt nicht mein Stil und mein Ding. Und dann habe ich nach was anderem geschaut und bin dann downtown gefahren zu Nacho Daddy. Ist das geil? Sehr schönen Salat gegessen. Und dann wurde es auch echt zäh. Ich war so müde. Irgendwie fielen mir schon immer die Augen zu. Kacke. Ich habe versucht, Tagebuch zu schreiben, aber das konnte ich selber nicht mehr lesen. So schrakelig wurde das alles. Und ja, gut, dann dachte ich, gut, wie weit ist es denn jetzt hier zum Flughafen? Das war aber echt nur ein Katzensprung. Irgendwie, weiß ich nicht, 11 Minuten oder so. Beziehungsweise zum Autoverleih. Ich dachte, egal, ich fahre da jetzt trotzdem schon mal hin. Und habe das auch alles gefunden und Gott sei Dank konnte man da einfach durchfahren durch den Autoverleih. Ich musste das Auto noch nicht abgeben, weil es war einfach noch zu früh. Ich dachte, scheiße, was mache ich dann ohne Auto und mit dem ganzen Gepäck? Voll doof. Also, und dann fiel mir auch wieder ein, so, ach scheiße, stimmt, ich muss das Auto ja auch noch voll tanken. Bin ich also zur nächsten Tankstelle und für teuer Geld, aber es war Gott sei Dank nicht viel, was ich tanken musste, das Auto aufgefüllt und dann bin ich einfach runter auf den nächsten Parkplatz vor einem Einkaufscenter und da standen auch noch ein paar andere Autos und dann sitzt nach hinten geklappt und eine Stunde genickert. Aber es war kalt, Freunde, es war -8 Grad draußen und ich musste dann das Auto irgendwann wieder anmachen, damit ich etwas Wärme bekomme. Die Security fuhr vorbei, Security, so heißt das, genau. Die haben Gott sei Dank nichts gesagt oder auch nichts gemerkt, ich weiß es nicht genau. Ja, und dann konnte ich endlich mein Gepäck wieder sortieren und ordnen, alles wieder ordentlich einpacken und den ganzen Müll wegwerfen und das Auto weggeben. Dann zum Flughafen mit dem Shuttle und in den Flieger gestiegen nach San Francisco. Der war proppenvoll und der Flug war kurz. Eigentlich nur eine Stunde ungefähr. Genau, aber ich war so richtig neben der Spur mit Kopfschmerzen und saumüde. Im Flugzeug habe ich zwar auch ein Stündchen geschlafen, aber es reichte irgendwie alles nicht. Naja, und dann in San Francisco angekommen, dachte ich so, jetzt aber mein Gepäck. Aber das Gepäck war diesmal auch nicht da. Und außer mir fehlten noch 5 anderen das Gepäck. Und natürlich haben wir dann Bescheid gesagt und eine Frau hat uns da zu einem Lager geführt. Da sollten wir draußen warten und sie kam raus und sagt, ja, nee, ich habe nichts gefunden von niemandem. Füllen Sie mal das Formular aus. Oh, ey, und dann natürlich immer so eine Scheiße. Ja, wir brauchen noch die so und so Nummer. Weiß ich doch nicht, welche Nummer jetzt. Ah. Und dann, ob das Gepäck nach Hause geschickt werden soll. Oder ob man noch mal am Abend zum Flughafen kommen möchte. Nee, schickt mir das, verdammt noch mal. Ja, die Adresse, oh, weiß ich doch nicht, die Airbnb-Adresse. Aber irgendwie habe ich dann alles so einigermaßen gefunden. War gar nicht so einfach, mein Gepäck zu beschreiben in Englisch. Ich wusste selber nicht mehr so ganz genau, wie das aussieht. Ah, habt ihr euch euren Koffer schon mal so genau angeguckt? Scheiße, Mist, wollte ich sagen. Und genau, und dann bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen versackt da am Flughafen, überlegt, ja, was mache ich denn jetzt? Weil mein Check-in nämlich erst um 2 Uhr vorgesehen war und vorher wollte sie mich eigentlich nicht sehen und das Flugzeug ist da um 7 gelandet oder 8, lass es 8 gewesen sein. Mit dem ganzen Schnick und Schnack, da war es aber 9. Und da dachte ich so, ach, vielleicht kann ich hier im Flughafen einfach frühstücken und die Zeit totschlagen, bis ich zu meiner Unterkunft kann. Aber da habe ich irgendwie auch nichts gefunden. Und dann habe ich mich entschlossen, einen Uber zu einem Frühstückslokal zu nehmen, das
Breakfast at Tiffany's hieß, das fand ich lustig und war verhältnismäßig nah an meiner Unterkunft. Und der Uber-Fahrer war sofort da, aber ich nicht. Ich habe es nicht so schnell gefunden. In meiner Aufregung bin ich auch noch in einen Zug gestiegen, der zu den Parkplätzen, zu den Dauerparkplätzen fuhr. Und dann hat er meine Fahrt gecancelt. Und das war echt so ein Moment, da habe ich mich so richtig verloren gefühlt. Also wenn Mama da gewesen wäre, ich hätte mich heulend in ihre Arme geschmissen. Aber Mama war nicht da. Ich war Mama und ja, jetzt auch Oma. Und dann muss man irgendwie die Sachen gewuppt kriegen. Also bin ich wieder rumgeschlurft und in den Zug zurückgestiegen und dann dachte ich so, und jetzt fahre ich Bus stattdessen, aber die Bushaltestelle habe ich gefunden, aber das sah so tot aus, als würde da nie ein Bus fahren. Ich dachte, ne, das will ich jetzt auch nicht hier irgendwie hoffen, dass vielleicht mal ein Bus kommt. Und bin dann doch zu dem Abholpunkt, wo die Uber-Fahrer und Lyft und wie sie alle heißen, ihre Kunden abholen gelaufen. Das war nicht weit davon entfernt und habe dann ein Uber genommen, habe den bestellt für zu dem Lokal, dass er mich dahin fährt. Und unterwegs kriegte ich eine Nachricht von meiner Gastgeberin, dass ich auch schon früher kommen kann. Und dann habe ich unterwegs das alles wieder umgebucht. Der Fahrer sagt, nee, das musst du in der App machen. Das reicht nicht, dass du mir das sagst. Gut, habe ich das in der App umgebaut und dann wurde ich nach Hause in mein neues Zuhause, meine Airbnb-Unterkunft gebracht. Ja, und die Wirtin, die Gastgeberin, eine sehr chinesische Amerikanerin, hat mir dann alles gezeigt und ich war saufroh, dass ich endlich mal aus meinen Stiefeln konnte. Die Füße mufften sowas von und mich so ein bisschen aufs Bett legen. Aber schon kam ein Anruf vom Flughafen. Ja, ihr Gepäck war die ganze Zeit da, sagte sie so ungehalten, als hätte ich irgendwas verbockt. Dabei haben die irgendwie Mist gemacht. Ja, sie würden das jetzt zu mir schicken. Sag ich, ja, macht. Und irgendwie war ich ab dem Moment so richtig gefangen. Ich konnte irgendwie dies nicht machen, weil jetzt kommt das Gepäck gleich und irgendwann kriege ich eine Nachricht und oh Gott. Zwischendurch bin ich doch eingeschlafen und dann habe ich auch eine Nachricht verpasst und dachte, oh scheiße, der war jetzt schon da und hat mein Gepäck gebracht und bin draußen rumgelaufen, habe es gesucht und nichts gefunden. Und die Gastgeberin war auch nicht zu erreichen und oh nee, ey. Das war echt ein Scheiß. Das war mein erster Tag in San Francisco und der war eigentlich für den Arsch, um es mal ganz deutlich zu sagen. Und eigentlich habe ich auch den nächsten Tag noch gebraucht, um meine Sachen wieder auf die Kette zu kriegen, mein Tagebuch zu vervollständigen und meinen Körper zu pflegen. Und ja, und dann blieb mir nur noch ein Tag, um ein bisschen Sightseeing in San Francisco zu machen.